zusammen. Hier ist wieder der Sarge in Risen 1. Ja, wir sind gerade aus der Stadt raus und wollen jetzt mal den Nordwesten etwas mehr erforschen. Diesen Weg hier bin ich auch noch nicht gegangen. Da können wir vielleicht das ein oder andere noch entdecken. Entdecken ist ja immer schön. Okay. Ah. Das kennen wir ja noch. Da sind wir am Anfang vorbeigekommen. Wie sieht's aus? Die Weißen scheinen sich nicht mehr um uns zu kümmern. Aber ich traue dieser trügerischen Ruhe nicht. Gerade jetzt sollten wir besonders wachsam sein. Also, pass auf dich auf, Kollege. Logisch. So. Genau. Also den Weg hier entlang zum großen Sumpf. Und dann halten wir uns links. Was sagt dieses Schild? Westküste. Genau da wollen wir hin. Immer schön achten auf Erze und Höhleneingänge. Oh, da vorne sehe ich einen Geier. Alter. Einfach mal drauf, ganz stumpf, einfach drauf. Ja, ich war ja, nachdem ich in der Stadt war, bin ich ins Banditenlager gegangen, habe Schmieden. Alter, was sind die denn drauf? Was ist mit denen? Alter. Also, was ich sagen wollte, ich bin schnell ins Banditenlager gegangen, um Schmieden nächste Stufe zu lernen. Und dann habe ich mir auch gleich hier dieses hübsche Bastardschwert gebaut. Ja, wir wissen ja, Bastardschwerter sind eigentlich Zweihandwaffen. Aber ich habe ja Schwertkampf Stufe 6 gelernt, um Zweihandwaffen einhändig führen zu können. Und jetzt hat sich mein Schaden hier 600. Hier sehen wir es. Das ist die alte Waffe, 30, und jetzt sind wir schon bei 50 Schaden. Also das hat sich brutal gelohnt. Genau, und das war mir den Weg ins Banditenlager wert. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon gerade in dieser Ecke bin, dann gehe ich auch mal an diese Stelle, wo ich vorher noch nicht war. Gibt sicherlich ein bisschen was zu kämpfen, ein bisschen was zu looten. Immer schön. Und natürlich gibt es jede Menge Kräuter. Okay. Schöne Reichweite. Alter. Ja, die Reichweite von dem Bastardschwert ist natürlich auch nochmal größer. Das ist auch noch gut. So. Da oben ist nichts. Speichern und weitergehen. Oh, Grünblatt. Schön zwei Schläge, dann sind die weg.
Gibt auch Erfahrungspunkte. Ich brauche ja dringend noch ein Level-Up, damit ich Schmieden nächste Stufe. Moment. Muss ich mal gucken, kann ich überhaupt einen Zweihänder tragen von der Stärke her? Bin ich Stärke 47 und wir haben 56. Okay, das kann natürlich sein, dass wir noch gar nicht genug Stärke haben für einen Zweihänder in einer Waffe, in einer Hand. Oh. Okay, da gehen wir nochmal runter. Und was wir gelernt haben, immer jede Ecke absuchen. Okay, in diesem Fall war das mal nix. So. Heilwurzel, sehr gut. Und speichern. Und ein Heiltrank. Wir haben uns bei Heiltränke gekauft, weil wir haben Geld, also warum nicht? Oh, ich sehe da eine. Ich sehe da irgendwie eine Höhle. Oh, das sind die Dicken. Okay. Das wird jetzt spannend und gibt einen Haufen XP. Vielleicht machen wir jetzt Level Up. Das wäre natürlich echt Sahne. Das wäre echt Sahne. Und es gibt hier überall was zu sammeln und so. Das ist echt. Das wird sich sicher lohnen, hier lang zu gehen. Da drin sehe ich schon Gold und so weiter. So. Und hier haben wir nochmal Ogerwurzel. Ja, wir werden auch noch Alchemie dann lernen. Dann können wir uns Tränke brauen mit dauerhafter Attributssteigerung. So, dann speichern wir mal und gehen hier rein. So, die haben wir zerbrezelt. Sehr schön. Hat auch gar nicht doll wehgetan. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch finden. Aha. Jackpot oder nicht? Ein Ring, naja, naja. Übrigens habe ich bemerkt, gerade vorhin, dass ich tatsächlich meinen Bogen verkauft habe. Wann ist mir das denn passiert? In welcher Folge? Muss ja eigentlich die letzte Folge gewesen sein, weil irgendwie hätte ich das früher gemerkt. Naja, gut. Der Bogen ist sowieso nicht so wahnsinnig effektiv gewesen. Denn mit dem Bogen hat man ja viel mehr angelockt, als wenn man es direkt macht. Okay, hier geht's runter. Alles klar, dann speichern wir mal und gehen hier mal runter. Kann eigentlich nur Gude bedeuten. Oh, nee. Aha. Wo sind wir denn hier? Rufen wir mal die Karte. Aha. Okay, da wollte ich eigentlich tatsächlich hin. Aber erstmal habe ich da hinten ja noch einen Platz gesehen, den wir nochmal durchsuchen können wollen.
So. Genau, dann gehen wir da unten hin. So, leider können wir doch hier Rezepte. Gewürzbeutel, die müssen wir uns noch kaufen. Und da brauchen wir rohes Fleisch. Dann machen wir da mal direkt 10. Dann haben wir für das Rezept noch rohes Fleisch. Riecht schon mal nicht schlecht. So, und die Schenkel machen wir natürlich auch. Dann haben wir wieder was zu futtern. Wie viele Äpfel haben wir denn eigentlich? Äpfel. 9 an. 10. bräuchten wir noch. Haben wir die Kiste jetzt schon leer gemacht? Ich glaube schon, oder? Nee. Alzheimer. Oh, Obsidian. Damit kann man natürlich hervorragend. Ich hörte, ich las, da macht man richtig geile Waffen mit. Also quasi die stärksten, weil ich dann so ein Obsidian 2-Händer habe. Okay, da kommt man auch runter oder eben durch die Höhle. Hier kommen wir dann sicherlich wieder hoch. Mal gucken. Oder es geht. Also wir wollen ja hier die Küste lang hier. Da so. Und die Frage ist, kommen wir da durch die. Wahrscheinlich. Durch die Ruinen. Wir speichern einfach mal, weil bestimmt springt uns gleich irgendwas an. Aha. Dann haben wir direkt mal Gold. Ja, für Schmuck machen, ne? Ich habe mir auch schon starke Ringe gemacht. Ah, ein Edelstein. Oh. So enden wir alle mal. Sag bloß. Alles klärchen. So, dann gehen wir hier mal durch. Aha. Das habe ich mir gedacht, dass da jetzt Skelette auf mich warten. Da komm her. Einen können wir. Weiter. Zwei Hände, jetzt hör auf. Ja, da hat mir mit seinem Zweihänder schon gut eingeschenkt. Wo ist denn der Zweihänder? Da. Ach, super. Alles klar. Ne, wir haben ja haben wir nicht gerade gespeichert? Laden? Wir haben noch gerade eben gespeichert, da bin ich mir ziemlich sicher. Na gut, müssen wir jetzt mit den Skeletten ein bisschen aufpassen. Also das von links, das hatte ich nicht gesehen. Und den Zweihänder-Typen, den können wir auch noch besser besiegen. Das war ja echt lame, wie viel ich da eingesteckt habe. Genau. Können wir uns auf das Gold greifen, die Beeren. So, wieso der jetzt den Speicherstand gerade nicht geladen hat, weiß ich nicht. Nette Ausbeute. Alles klar, wir speichern, wir ziehen die Waffe. Und da links müsste noch einer sein, oder? Alter. So, na, wehe, du hast deine Axt über Bord geworfen. Ne, da Holzfäller-Axt. Dankeschön. So, wir speichern, weil das lief ganz okay. So, wo ist jetzt das andere Skelett hier? Ach, da hinten.
Da ist auch ein Wasserfass, das ist ja schön. Ja, da putzen die Skelette ihre Knochen blitzblank. Kennen wir ja. Weil die verschmieren ja immer von dem Blut ihre Opfer. Kennen wir ja. So, und wir speichern. Wir ziehen die Waffe. Genau, eine Kombination und aus ist. So, Skelett, Dankeschön. Oh, Heiltränke. Genau, hier wären wir runtergekommen, rausgekommen. Da haben wir ja schon geschaut gerade. Speichern. Ja, Heiltränke brauchen wir jetzt an sich auch nicht mehr, weil wir hier diesen Wassertrog haben. Wollen wir nochmal runterspringen? Später. So, da ist noch ein Skelett irgendwo. Ganz schön gruftig hier. Ist das. Oh, nee, da geht's lang. So läuft es, Junge. So, also Skelettkrieger, Skelett. Jetzt die Waffen her. Speer und was auch immer das gerade war. So, dann gehen wir noch mal zum Fass. Heilen uns ein bisschen auf. So, das hier Skelette heißt für mich immer Vasallenring incoming. Ne? Wir haben ja noch diese Burgherren-Quest, um Marvin vom Fluch zu befreien. Und immer wenn ich Skelette sehe, denke ich an diese Quest, denn wir haben da bisher auch immer Ringe bekommen. So, jetzt nehmen wir einfach mal einen Trank, das dauert mir zu lange. Vielleicht noch was zu essen. Ja. So, komm schon. Noch ein bisschen Wasser. Noch einmal. So, und dann haben wir es. Schlürf, schlürf. So, speichern. So, da hinten war keine Kiste. Oh, haben wir jetzt eigentlich den Vasallenring gerade gelootet? Nein, oder? Nee, haben wir nicht. Okay. Ach, da ist noch ein Skelett. Ah, oh, da hinten ist wohl der Boss oder so. Oh, das sind ja zwei. Die wollen mich umzingeln, Junge. Oh, was ist das denn, wenn es fertig ist? Jetzt hör auf, gib auf! Da haben wir eine Kiste. Okay, das ist die. Oh, noch ein Schild, auch nicht schlecht. So, den Kollegen hier. Skelettkrieger, sehr schön. Und speichern. Das war jetzt nicht so der Bringer. Vasallenring haben wir auch noch nicht gefunden. Okay. Interessante Ruine. Da geht's noch runter. Da geht's rauf. Oh. Okay. Gehen wir erstmal runter.
Aha. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Aha, okay. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Wenn wir Glück haben, haben die Typen den. Oh. Das hat nicht so viel gebracht. Und noch ein Steak und dann sind wir wieder fit. Dann speichern wir und dann hauen wir mal die Skelette zu Brei. So läuft es. So läuft es. Heildinger, sehr schön. Sehr schön. Wo ist deine Waffe? Wo ist deine Waffe? Alter, da will mir seine Waffe vorenthalten. Gar nicht. Okay, speichern. So. Aha. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Loot. Aha. Weiteres Loot. Aber kein Schlüssel und kein Vasallenring. Wir brauchen Schlüssel und Vasallenring. Halskette. Heiltrank. Zauber. Aha. Okay, das war's. Ich sag's ganz ehrlich, etwas enttäuscht. Wo ist jetzt hier Vasallenring? Wo ist der Schlüssel? Ach, Skelett. Mit Schild. Echt? Ist da noch einer? Habe ich da noch einen Schlag bekommen, nachdem er tot war? Interessant. Und eine Sichel. Okay. Und wir speichern wieder. Ja, wir arbeiten uns hier ganz, ganz langsam und gemächlich durch. Okay, da geht's also weiter dann. Wie ich vermutet habe. Gut, wo ist jetzt der Vasallenring und wo ist der Schlüssel? Ha. Habe ich hier irgendwas übersehen? Wir waren doch jetzt hier überall. Da waren wir unten, da waren wir drin. Hier waren wir nicht. Oh. Alter. Was ist mit deiner Gastfreundschaft? Junge. Alter. So. Skelett. Speer. Bett. Gut, dann speichern wir. Alter. Da geht's richtig runter. Oh ja, ich rieche Burgherren. Oh oh.
Endlevelaufstieg. So geht das. So geht das. Endlich. So, jetzt, wo die Skelette tot sind, ist es eigentlich nicht minder gruselig hier drin. Machete. Da haben wir den Vasallenring. 4 von 6. Echt jetzt? Okay, wir speichern mal, weil hier ist bestimmt noch mehr los. Oh oh. Okay, hier ist in der Tat mehr los, und zwar ein Ghoul. Aber Ghule haben wir bisher schon einige getötet, und auch der macht uns keine Angst mehr, denn wir machen jetzt deutlich mehr Schaden, halten deutlich mehr aus, müssen aber auch deutlich vorsichtiger sein. Denn nur weil man besser equipped ist, heißt das nicht, dass man stumpfer kämpfen kann. Was auch für ein Trick, ne? Man geht auf die Kiste zu und dann kommt von links direkt ein Ghoul. Okay, also wir nehmen das Schwert. Da haben wir den Ghoul. Da haben wir ihn, ne? Ein Ghoul und ein Skelett. Nochmal von vorn. Ach, und nochmal. Nochmal von vorn. Der Dietrich ist hin. Geschafft. Aha. Alter, okay. Super. Jetzt nehmen wir mal zur Sicherheit nochmal einen Trank. Und noch einen. Und noch ein bisschen Fleisch. Und noch eins. Speichern. So, und jetzt holen wir uns den Ghoul. Aha. Ja. Ja. Hey. Ja. Hey. So läuft das, Freundchen. So läuft es. So, und da drin war noch ein Skelett, habe ich gesehen. Oh, noch einige. Oh. Alter, das habe ich gar nicht gesehen. Hat das da rumgelegen oder was? So läuft das, Freundchen. So, Skelett und Ast. Können wir hier noch irgendwas? Aha. Schöne Aussicht. Okay. Hier kommt man wohl runter bzw. rauf. Okay. Speichern wir erstmal. Und dann nehmen wir uns den anderen Typen davor. Das haben wir nicht geschickt gemacht, aber wir haben gewonnen. So, hier haben wir eine Truhe. Mal von vorn. Jawohl. Alles klar. Illusion, Bolzen. Rezeptur, nicht schlecht. Ein Schrank. Fläschchen. Wein. Super. Gut, dann haben wir das Ding jetzt hier schön ausgeraubt. Beziehungsweise
geraubt haben wir ja gar nichts. Das ist ja. Gehört ja niemandem. So, dann gehen wir hier wieder raus. Und machen ein Nickerchen. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Tschüss.